Da ich zurzeit sehr viel Yakuza spiele, habe ich mir gedacht, besser gesagt, habe ich überlegt, was für Beat'em'ups gibt es eigentlich noch so nebenher. Und da fallen einem natürlich so die größten Marken zuerst ein, wie Double Dragon oder Golden Axe, vielleicht auch Castle Crashers. Und was mir auch sehr früh eingefallen ist, ist, glaube ich, ein Spiel, woran keiner denkt, wenn er an Beat'em'ups denkt. Und zwar ist es The Bouncer von Squaresoft, ein PS2 Release-Titel. Tatsächlich wird über The Bouncer auch meistens gesagt, das ist das schlechteste Spiel, was Squaresoft damals entwickelt hat. Squaresoft ist die Firma, die mit Elix zusammengeschmolzen ist, um Square Enix zu bilden, by the way. Und ich persönlich muss sagen, da Menschen sehr viel Frust immer haben, wenn etwas ihnen nicht passt, dass The Bouncer nicht das schlechteste Spiel ist, was jemals von Squaresoft entwickelt worden ist oder entwickelt wird in Zukunft, wenn man von Square Enix spricht. Ganz im Gegenteil, The Bouncer ist an sich ein gutes Spiel, es ist kein Meisterwerk, aber es ist auch nicht komplette Hot Garbage. The Bouncer ist ein, wie schon erwähnt, Release-Titel der PlayStation 2. Es ist ein 3D-Beat'em'up. Und unser Protagonist dort ist Zion, der wie ein Beta-Sora aussieht, aber hey, lassen wir es dabei. In der Story davon geht es darum, dass wir Sora und seine beiden Freunde Ko und Vault spielen, die Bouncer sind, also so Leibwächter, Türsteher für Clubs etc. Und eines Tages wird unsere Bar angegriffen von komischen Cyber-Hardcore-Ninjas. Und die entführen unsere Freundin. Das können wir uns nicht bieten lassen und gehen sofort hinterher. So ein blöder Nonsens, wie das klingt, ist es am Ende des Tages auch einfach. Also, es ist absoluter Nonsens. Und wenn wir mal ehrlich sind, in allen anderen Beat'em'ups ist es genauso ein Nonsens. Wer hat in die Story von Streets of Rage 2 aufgepasst? Wer hat in der Story von Golden Axe 3 aufgepasst? Wer hat in der Story von Castle Crashers aufgepasst? Gut, Castle Crashers ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil es bewusster Nonsens ist, humorvoller Nonsens. Aber bei Beat'em'ups geht es nicht darum, wie toll die Story am Ende des Tages ist. Und kommt mir jetzt nicht mit Devil May Cry oder Bayonetta oder Dante's Inferno oder sonst irgendwas. Das sind keine Beat'em'ups, das sind Hack and Slashs oder Hack and Slays. Und das wissen wir auch alle und wir wissen auch den Unterschied davon. Wenn nicht, kann man darüber einzeln einmal sprechen. Aber das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Beat'em'up und einem Hack and Slash. Gehen wir einmal weiter. Story, komplette Nonsens, können wir ignorieren. Ist voll okay. Was sehr schön ist, sind die Cutscenes zwischen den einzelnen Leveln. Das sind nämlich einfach nur Level wie Missionen. Mach XY, cleare Raum XY, Cutscene, nächstes Level. Okay. Die Cutscenes sind sehr, sehr schön. Squaresoft hat versucht, das meiste aus der Konsole oder erstmal zu, besser gesagt, rumzutesten, was überhaupt möglich ist mit der PlayStation 2. Ich meine, es ist eine neue Hardware etc. Und da weiß man immer noch nicht ganz, was die Hardware kann. Und das haben sie versucht, erstmal rauszukitzeln. Cutscenes sehen dementsprechend ganz schön aus für das, was sie sein sollen. Und ja, zwischen den Missionen haben wir so ein kleines Verbesserungsmenü, was wir aus Devil May Cry vielleicht kennen, aus dem Red Orb Shop. Shop, nicht Job. Wo wir Abilities kaufen können, Stats-Upgrades kaufen können, etc. Und dann kommt eine neue Cutscene. Und wieder ein Level. Cutscene, Level, Cutscene, Level. Zwischen den ganzen Leveln dürfen wir zwischen den drei Charakteren aussuchen und immer frei wählen. Und welchen Charakter wir wählen für die Mission XY hat eine Auswirkung darauf, in welche Mission wir da raufkommen, weil wir folgen ihnen ja für diese Mission und kommen auch am Ende seiner Mission raus. Das heißt, es gibt verschiedene Handlungsstränge am Ende des Tages, die auf verschiedene Missionen mit verschiedenen Objectives jeweils hinausgehen. Und das ist eigentlich ziemlich nice, da Beat'em'ups dafür da sind, dass man sie öfter spielt als einmal, weil sonst sind wir innerhalb von satten 8 Stunden höchstens durch mit dem Spiel. Einzige Problem, wenn man stirbt, wird man dann schön ins Hauptmenü zurückgeschmissen und muss seinen Spielstand neu laden. Also immer schön an der Mission speichern, Kinder. Und die Cutscenes sind dann halt auch schon ziemlich lange. Zum Glück hat das Spiel einen Skip-Button für die Cutscenes, was es deutlich verkürzt, aber trotzdem okayisch lange ist. Aber das Wichtigste ist am Ende des Tages das Gameplay in dem Beat'em'up, habe ich gehört. Hat man mir sagen lassen. Und
Das ist tatsächlich ganz interessant umgesetzt. Wir haben ab der PlayStation 2 den DualSense 2 Controller bekommen, der auf den Druck achtet, wie fest wir die Taste drücken oder wie lange wir die Taste drücken, so grob gesagt. Und daher kommt der Umkehrschluss, wir haben 4 Buttons, die jeweils was anderes machen, blocken, ausweichen, zuschlagen, treten, was weiß ich. Und wenn wir den Button leicht drücken, kommt eine Ability raus. Wenn wir den Button lange drücken, kommt ein anderer Move raus. Man hätte es natürlich auch mit einem Trigger machen können, zum Beispiel wir drücken L2 und die ganze Belegung ist anders. Hätte man machen können. Man hätte L2 auch einfach wie in The Bouncer gar nicht erst belegen können, weil L2 hat einfach keine Belegung. Und dadurch, das ist das ganze Kampfsystem, mehr gibt's da nicht. Man kann seine gleichen Kombos machen, die man sich freischalten kann. In dem Orb-Shop nenne ich ihn jetzt einfach mal ganz kurz, damit wir wissen, wovon wir auch alle sprechen. Und dann haben wir unsere Kombos. Alle drei Charaktere haben so ihren eigenen Fighting-Style. Zeon ist zum Beispiel so ein Allrounder, Bolt ist ein Heavy-Hitter und Ko ist so ein schneller Typ mit vielen Schlägen, wenig Schaden. Die leveln wir alle einzeln ab, bis wir irgendwann zufrieden mit den Jungs sind und kämpfen uns durch die Level durch. Kampfsystem ist jetzt auch nicht sonderlich schwierig. Man kann easy die Gegner in der Luft juggeln mit einem Uppercut zum Beispiel. Kann man ihn infinite in der Luft lassen, bis er tot ist. Wenn er den Boden jeweils berührt oder wir den Boden berühren, also niedergeschlagen wurden und aufstehen wollen, sind wir invis und kriegen gar keinen Schaden mehr. Das kann für manche Bossfights wirklich, wirklich ekelerregend sein. Weil die können danach gleich zuschlagen. Und dann halt einfach kurz auf Distanz gehen, hat man die Sache auch gelöst. Ansonsten hat das Spiel noch 2 weitere Spielmodi. Ja. Das ist gar nicht so wenig Content, wie man denken mag, wenn es ein Story-Modus ist. Wir haben nämlich noch einen Versus-Mode, um gegen unsere Freunde zu brawlen. Und wir haben einen Survival-Mode, der infinite lang ist und wir unsere Highscores miteinander vergleichen können. Habe ich eigentlich erwähnt, dass man die Button-Presses auch einstellen kann im Optionsmenü? Ich denke nicht. Ist ein ganz schönes technisches Feature, um den DualSense 2 mal ein bisschen auszukosten. Der große Hass von The Bouncer kommt wirklich nicht, dass das Spiel schlecht ist. Für Beat'em-Up-Fans ist das ein solides bis gutes Spiel. Es kommt eher von dem Hass, dass Square davor sehr viele RPGs gemacht hat. Davor ist Final Fantasy 8 erschienen, bestes Spiel überhaupt. Davor ist Final Fantasy 7 erschienen, auch grandios, aber schlechter als 8. Hot Take. Parasite Eve, Parasite Eve 2 und so weiter. Und dann haben sie halt erwartet, yo, Square wird doch jetzt bestimmt ihren neuen RPG-Banger raushauen. Ja, haben sie nicht getan. Haben sie legitim nicht getan. Das tut mir auch sehr, sehr leid, aber wir können uns auch einfach alle mal beruhigen und das Spiel so bewerten, wie es am Ende des Tages ist und nicht das, was wir uns erhofft haben. Ich habe mir auch nicht erhofft, dass Need for Speed ein Racing Game wird und dachte, das wird ein Fighting Game. Nein. Wir können auch einfach mal alle gucken, wo wir bleiben und uns einfach mal runterchillen. Und jetzt kostet dieses Spiel nur eine satte 5 bis 10 Euro auf eBay und ich sehe immer weniger einen Grund, es einfach mal auszuprobieren. Und einfach mal zu schauen, hey, ist The Bouncer vielleicht was für mich? Ist es vielleicht doch ganz spaßig? Bestimmt ist es das, weil so schlecht ist es gar nicht. Ich mag The Bouncer sehr tatsächlich. Auch wenn ich es nicht mit meiner Nostalgiebrille begutachte, weil ich habe es damals zu Release auch gespielt. Ja, das habe ich getan. Und ich hatte daran auch sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr werdet daran auch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht werdet ihr es ausprobieren. Aber mit der Vorstellung bin ich dann erstmal kurz raus und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und tschö mit Ö.